Sascha von netbooknews.de. Ich würde euch ganz gerne mal ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Browsern vom Apple iPad 2, was ihr hier auf der linken Seite seht, und dem Motorola Zoom, was ihr da auf der rechten Seite habt, aufzeigen. Wie sieht es aus? Wie schnell rendern die eine Seite? Natürlich ist dieser Test nicht ganz repräsentativ, weil es kann durchaus sein, dass ich die beiden nicht gleichzeitig starte. Deswegen machen wir es einfach zwei oder dreimal, damit ihr ungefähr sehen könnt, wie schnell hier Seiten aufgebaut werden. Die sind beide über ein Wi-Fi gerade verbunden. Und ja, versuchen wir es mal mit netbooknews.de. 1, 2, 3. Da hängt er auf dem Zoom ein bisschen, kommt jetzt aber nach, knallt das da durch, da ist schon die Werbung drin und ist je, beide laden noch. So, iPad ist fertig, Motorola Zoom lädt noch ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, da ist es fertig. Wir machen es nochmal, nur zur Sicherheit, damit wir auf alle Fälle einen Vergleich haben. 1, 2, 3. Am Anfang geht das auf dem Zoom ein bisschen schneller los. Jetzt legt er ordentlich vor. Ist jetzt fertig. Und jetzt kommt das iPad. Also, ich denke mal, insgesamt können wir sagen, die sind so ungefähr gleich unterwegs. Wie sieht es aus, wenn wir ein bisschen reinzoomen? Doppelklickgeschichte kennt ihr schon. So. Da seht ihr, das geht ruckzuck auf dem iPad. Schöne Animation dabei. Oh, jetzt habe ich mal eben kurz hier einen Artikel reingeklickt. Wie sieht es aus mit dem Zoom? Weitaus langsamer. Ich meine, es funktioniert gut, aber das ist ein riesiger Unterschied in meinen Augen. Pinch to Zoom. Könnt ihr mit dem iPad richtig nah rangehen. Und ihr seht, wie schnell dann wieder nachgerendert wird. Das ist einfach richtig cool. Wie sieht es mit dem Zoom aus? Jetzt kommen wir hier so ein bisschen rein. Ja, das ist nicht viel schlechter. Fühlt sich ein Ticken langsamer an, aber geht gut. Wie sieht es aus mit dem Scrollen? iPad, da müsste ich so ein paar Mal reingreifen, bis ihr durchscrollen könnt, aber alles sehr flüssig. Test auf dem Zoom. Okay. Also da tun die beide sich nicht, außer dass ich beim Zoom eigentlich mit einsamen, ja, einmal anschieben die Seite, kann ich komplett durchscrollen. Das sind aber einfach Einstellungen, die Apple hier vorgenommen hat. Wie sieht es aus mit dem Bewegungssensor? Also diesem Accelerometer. Wir machen das einmal auf dem iPad. Wupp. Also das geht richtig zügig, ne? Egal in welche Richtung. Ruckzuck. Im Vergleich dazu das Motorola Zoom. Da gibt es definitiv eine kleine Gedenkpause. Nichts Störendes, aber Tatsache ist, auch hier ist Apple mit dem iPad einfach einen Schwung schneller unterwegs. Jetzt habe ich hier gerade irgendwo drauf geklickt. Er versucht, das nächste zu laden, wie auch immer. Ja, kurze Eindrücke von den beiden Browsern, wie es mit Pinch to Zoom aussieht, wie es mit dem Zoom generell aussieht. Das Apple iPad 2 hat hier ganz klar die Nase vorn, vor Motorola Zoom. Ich bin mir aber sicher, dass Android da mit entsprechenden, oder Google mit entsprechenden Updates von Android Honeycomb noch ein bisschen was rausholen kann. Das ist das iPad 2, das ist das Motorola Zoom. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.